Computernotdienst, schönen guten Tag. Mein Computer geht nicht an. Der geht nicht an. Was ist denn los? Na, der geht nicht an. Der gibt ja so keine Geräusche von sich, ja, der ist jetzt leise. Also drück doch mal einfach, da müsste ja irgendwo ein Knopf sein, großer. Ja, ich. Stecker und sowas ist so alles drin, ja? Wo? Ja, im Strom, aber gut. Ich guck mal, ob da Strom drauf ist, ja? Ja, lieber nicht. Na, was ist denn ein Rechner? Ist das die Kiste hier unten? Genau. Ja, da muss ein Knopf sein. Genau. Warte mal. Den drückst du einfach mal. Ja, jetzt geht was an. Jetzt geht er an? Ja. Jetzt geht auch der Drucker, warte mal. Oh. Warum druckt denn der jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, ja. Warte. Jetzt druckt der einfach. Ja. Also was hatte ich ja auch noch nie gehabt. Und hast da nichts weiter gemacht, hast jetzt einfach nur den Computer angemacht. Ja, und jetzt druckt der. Da steht was mit weißer Schrift, aber hier wackelt alles. Wackelt alles? Ja. Oh Gott, ich würde sagen, machen wir den Rechner lieber aus. Wie denn? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Was ist denn das jetzt? Ich weiß es nicht, es druckt, ja. Ich weiß ja nicht mal, warum er druckt. Kannst du den nicht ausmachen? Ich weiß auch nicht, was du für einen Drucker hast und vielleicht wackelt, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Knopf? Ja, wo ist der Knopf? Na, du bist doch Computernotdienst. Ja, richtig, aber... Ja, dann sag doch mal, was ist denn das jetzt? Soll ich mal dagegen treten und... Würde ich nicht machen? Hörst du auf? Aufhören! Oh Gott. Der hört nicht auch auf, wenn ich dagegen trete. Ja, du sollst ja doch nicht gegen treten. Soll ich mal doller treten? Nein, nicht. Bloß nicht. Oh weia. Jetzt ist alles wieder aus. Von ganz alleine, also du hast nicht irgendwo gegengetreten oder irgendwas ausgemacht? Oh Mann. Jetzt geht der Drucker wieder. Jetzt geht... Ja. Das jetzt geht das wieder von vorne los. Also was habe ich ja auch noch nie erlebt. Kann ich dir auch sagen, warum? Ja? Du sowas noch nie erlebt hast. Na, warum denn? Ich bin nämlich der kleine Telefonschreck und du bist gerade im Radio zu hören, hallo.